Manche Rechtsprobleme lassen sich nicht mehr durch Auslegung einer Norm lösen. Es kann wichtige Gründe dafür geben, eine Norm über ihren Wortlaut hinaus zu erweitern. Die Lückenfüllung durch Ausdehnung einer Norm auf vergleichbare Fälle wird Analogiebildung genannt. Relevant ist dies vor allem im Privatrecht, während im öffentlichen Recht und vor allem im Strafrecht Analogien nur eingeschränkt zulässig sind. Dementsprechend soll die Analogiebildung an einem Beispiel aus dem Privatrecht demonstriert werden. Es geht um eine schuldrechtliche Vorschrift, die einen besonderen Vertragstyp betrifft, die Heiratsvermittlung. Nach § 656 Absatz 1 Satz 1 BGB brauchen Heiratsvermittlungsverträge entgegen dem Grundsatz Pacta sunt servanda nicht erfüllt zu werden. Insoweit sind sie entgegen der von den Parteien getroffenen Vereinbarung unverbindlich. Wie ist es nun in der folgenden Fallgruppe? Kunde K schließt mit der Partnerschaftsvermittlungsagentur P einen verbindlichen Vertrag über die bloße Vermittlung von nicht-ehelichen Partnerschaften. Kann und soll § 656 Absatz 1 Satz 1 BGB auch auf solche Fälle angewandt werden? Die vertragliche Vereinbarung zwischen K und P bezieht sich nicht auf Ehen, sondern auf nicht-eheliche Partnerschaften. Zunächst wäre zu fragen, ob man mittels weiter Auslegung bloße Partnerschaften noch unter Ehe subsumieren kann. Der Sprachgebrauch unterscheidet aber klar zwischen Ehe und nicht-ehelichen Partnerschaften. Daran ändert auch nichts, dass die vermittelte Partnerschaft ja später zur Ehe führen kann. Dies wäre dann aber ein Ereignis, welches außerhalb der vertraglichen Vereinbarung steht. Es bleibt also dabei, nicht-eheliche Partnerschaften unter den Normbegriff Ehe zu subsumieren, wäre sprachlich unplausibel und würde die sogenannte Wortlautgrenze überschreiten. Damit bleibt die Frage, ob eine analoge Anwendung der Vorschrift auf solche Partnerschaftsvermittlungsverträge möglich ist. Allgemeine Voraussetzungen der Analogiebildung sind, nach Feststellung des Überschreitens der Wortlautgrenze, das Vorliegen einer planwidrigen Regelungslücke und das Bestehen einer vergleichbaren Interessenlage. Planwidrig meint in erster Linie, dass die Regelungslücke nicht vom Gesetzgeber gewollt ist. Das lässt sich in der typischen Falllösungssituation nicht sicher feststellen, da die Gesetzgebungsmaterialien mit den gesetzgeberischen Motiven meist nicht zur Verfügung stehen. Deshalb kann man auch von systemwidriger Regelungslücke sprechen. Die Formulierung macht deutlicher, dass die Regelungslücke mangels Verfügbarkeit historisch-genetischer Argumente vor allem mit systematischen Argumenten begründet wird. Das Erfordernis der vergleichbaren Interessenlage verweist demgegenüber vor allem auf teleologische Argumente. Die beiden Voraussetzungen sind hier nicht nummeriert, weil die Reihenfolge nicht feststeht. Man könnte auch sagen, dass das Vorliegen einer Regelungslücke im Grunde erst nach Bejahung einer vergleichbaren Interessenlage feststeht. Letztlich sind beide Voraussetzungen nicht klar zu trennen, sodass sie auch zusammen geprüft werden können. Zur Begründung der Analogie sind praktisch alle systematischen und teleologischen Argumente möglich, die man auch bei einer Auslegung anbringen kann. Die Analogieprüfung ist strukturell verwandt mit der Auslegung. Auf § 656 BGB und die Fallgruppe nicht-ehelicher Partnerschaftsvermittlungsverträge angewandt, ergibt sich Folgendes. Hier kommen vor allem teleologische Argumente für oder gegen die Vergleichbarkeit der Interessenlage in Betracht. Maßgeblich ist hierfür zunächst die Überlegung, was die Vorschrift bezweckt, welche Interessen sie schützt. Die Vorschrift soll offenbar der Kommerzialisierung dieses sehr privaten Lebensbereichs entgegenwirken. Dies würde Ehe und Partnerschaftsvermittlungen etwa gleichermaßen betreffen. Man könnte allerdings einwenden, dass ein Wertewandel stattgefunden hat und diese alte Vorschrift, erlassen vor über 100 Jahren, nicht mehr zeitgemäß ist. Sie wäre dann möglichst eng auszulegen und nicht per Analogie zu erweitern. Dass Ansprüche aus einem Heiratsvermittlungsvertrag nicht erfüllt werden müssen und damit auch nicht gerichtlich eingeklagt werden können, schützt den Kunden aber vor allem davor, im Streitfall gegebenenfalls seine Intimsphäre ausbreiten zu müssen. Denn im Streitfall müsste gegebenenfalls vor Gericht eine Beweisaufnahme erfolgen, bei der zur Privatsphäre gehörige Beziehungsaspekte geklärt würden. Dieser Aspekt ist heute genauso schützenswert wie damals
und gilt für Partnerschaftsvermittlungen ebenso wie für Ehevermittlungen. Dies spricht für eine vergleichbare Interessenlage. Für die Beurteilung der gesetzgeberischen Planwidrigkeit der Regelungslücke wird man, wie gesagt, die historischen gesetzgeberischen Motive meist nicht zur Verfügung haben. Hätte man hier die Materialien aber doch zur Hand oder kennt zufällig die alte Rechtslage, würde dies das bisherige Argumentationsergebnis stützen. Denn früher, nach dem alten § 180 Strafgesetzbuch, war die Vermittlung außerehelicher Partnerschaften sogar als sogenannte Kuppelei strafbar. Damit waren früher außereheliche Partnerschaftsvermittlungsverträge bereits nach § 134 BGB wegen der Verbotenheit des Rechtsgeschäfts nichtig. Da der Kuppelei-Paragraph bekanntlich inzwischen weggefallen ist, ist dadurch eine Regelungslücke entstanden, die planwidrig erscheint. Ergiebige systematische Argumente sind hier eher nicht ersichtlich. Die Argumente sprechen damit überwiegend für eine analoge Anwendung der Vorschrift auf die Partnerschaftsvermittlung. Dies entspricht auch der Auffassung des Bundesgerichtshofs. Warum sind in der Praxis Partnerschaftsvermittlungsangebote dennoch verbreitet, obwohl die Zahlungszusage des Kunden doch unverbindlich ist? Das liegt in erster Linie an dem bisher noch nicht genannten Satz 2 des § 656 Absatz 1 BGB. Danach sind bereits erbrachte Zahlungen des Kunden nicht zurückzuerstatten. Deshalb kann das Geschäftsmodell der Partnerschaftsvermittlungsanbieter funktionieren. Die Vorschrift zwingt sie quasi nur dazu, Vorkasse zu verlangen, um nicht forderungslos dazustehen. Soweit zur Analogiebildung im Privatrecht. Für die Analogiebildung im Strafrecht gilt die wichtige Einschränkung, die sich aus Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz und dem wortgleich geregelten § 1 StGB ergibt. Nach diesen Vorschriften sind nicht nur rückwirkende und gänzlich unbestimmte Strafnormen unzulässig, aus dieser Regelung wird auch ein Analogieverbot zu Lasten des Täters hergeleitet. Damit sind im Strafrecht nur analoge Anwendungen zugunsten des Täters möglich, also von Vorschriften, die den Täter entlasten. Auch im öffentlichen Recht sind Analogien nur eingeschränkt möglich, da der sogenannte Gesetzesvorbehalt bei Grundrechtseingriffen grundsätzlich eine ausdrückliche Regelung verlangt. So ist bei den meisten Grundrechten, zum Beispiel der Versammlungsfreiheit, ausdrücklich geregelt, dass Grundrechtseingriffe nur auf Basis eines Gesetzes vorgenommen werden dürfen. Zusammenfassend kann die analoge Anwendung einer Norm wie folgt geprüft werden. Zunächst ist festzustellen, dass eine weite Auslegung sprachlich an der Wortlautgrenze scheitert. Im Strafrecht und öffentlichen Recht muss vor der eigentlichen Prüfung noch nach der Zulässigkeit einer Analogie gefragt werden. Die eigentlichen Voraussetzungen bestehen dann in einer plan- bzw. systemwidrigen Regelungslücke sowie einer vergleichbaren Interessenlage. Diese beiden Voraussetzungen können je nach Fall auch in umgekehrter Reihenfolge oder gemeinsam geprüft werden. Pro und Contra können dann ähnlich wie bei der Auslegung systematische und teleologische Argumente aller Art verwendet werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.